Rekorde. Olympiastars. Und spannende Rennen. Der Tietze Cup der Berliner Wasserratten bringt das Becken im SSE an der Landsberger Allee mal wieder zum Brodeln. Das ist ein Wettkampf für die Leistungssportler, für die jungen Athleten, die hier in Berlin bei einer großen Veranstaltung mal ihre Erfahrung sammeln sollen. Mit nicht nur den Wettkämpfern aus Berlin, sondern aus dem ganzen Bundesgebiet, aus dem Ausland, in diesem Jahr aus Schweden, aus der Tschechei und aus Polen, dass sie sich da mal messen können unter Gleichaltrigen. Auch ein Jahr nach Olympia steht ein großer Wettkampf in der Saison an. Die Weltmeisterschaften in Budapest. Die meisten der Starter sind dafür aber noch zu jung. Ab dem Alter von 10 Jahren hüpfen die Kids ins Becken. Für zwei Starter ist die WM erklärtes Saisonziel. Ja, das ist einmal in diesem Jahr die Franziska Hentke als Europameisterin auf der Kurzbahn über 200 Meter Schmetterling und der Florian Wellenbrock. Ein Langstreckenschwimmer, einer der besten hier in Deutschland. Und für die geht's vor allem um eine Standortbestimmung. Florian Wellbrock, in der Halle normalerweise auf den 1500 Metern zu Hause, tritt hier über 800 Meter Freistil an. Von Anfang an schwimmt sich der 19-Jährige an die Spitze. Keine Überraschung, klar. Aber neben dem Titel holt sich der Schwimmer vom SC Magdeburg mit 8 Minuten 40 den Tietze Cup-Rekord. Das Teilnehmerfeld war ja heute sehr, sehr jung. Deswegen war es in Anführungsstrichen ein bisschen langweilig, vorne alleine wegzuschwimmen, weil ich mein eigenes Ding machen musste. Aber es ist auch mal ganz schön, wirklich sich auf sich zu konzentrieren, ohne zu schauen, was irgendwelche anderen Konkurrenten im Becken machen. Daher war das trotzdem eine ganz gute Erfahrung, hier mal so ein eigenes Ding durchzuziehen. Allein auf weiter Flur auch Franziska Hentke. Ihre Paradestrecke sind eigentlich die 200 Meter Schmetterling. Beim Traditionswettkampf der Berliner Wasserratten reißt sie die 1500 Meter Freistil runter. Wie auch Vereinskollege Wellbrock schnappt sich die Kurzbahnweltmeisterin den Turniersieg sowie den Tietze Cup-Rekord. Es war jetzt 18 Sekunden Bestzeit. Ich wollte unter 16,50 schwimmen. Das war so mein Ziel. Dass ich jetzt 16,34 ist schon ganz schön fix und sehr unerwartet. Zwei Titel und zwei Rekorde für die beiden Olympiateilnehmer. Die beiden Schwimmer vom SC Magdeburg damit für die Saisonziele gerüstet. Florian soll sich über die 1500 Meter Kraul qualifizieren für die Weltmeisterschaften. Das ist ein hartes Stück Arbeit noch, da muss er noch deutlich schneller werden. Und Franzi halt über 200 Schmett, auch da läuft es noch nicht so gut auf Schmett, da muss man mal sehen. Also das sind ein paar technische Probleme derzeit. Aber wir haben noch ein bisschen. Ordentlich gebrodelt mit schnellen Zeiten für die Olympia-Asse. Der 19. Tietze Cup, ein fetzig, flinkes Traditionsturnier.